Hallo meine Lieben, ich habe für euch heute meine März-Favoriten. Wie immer bei meinen Favoriten-Videos ist mal wieder was dazwischen gekommen und ihr kriegt sie verspätet, aber es gehört ja irgendwie inzwischen auf meinem Kanal bei meinen Favoriten dazu. Ich hoffe, das Video gefällt euch und dann fange ich jetzt mal an. Ich beginne mal mit den Nägeln und da habe ich eigentlich den kompletten März von Essie den Blanc getragen. Ich liebe einfach weiße Nägel total, allein schon, weil die Haut dann auch viel brauner direkt wirkt einfach. Und der von Essie, der ist wirklich super. Ich trage davon immer zwei Schichten auf, damit er wirklich komplett streifenfrei deckend ist. Und ja, ich liebe den einfach, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, dass wenn der jetzt leer geht, was denke ich mal gar nicht mehr so lange dauert, weil er nur noch bis zur Hälfte voll ist, wollte ich mal einen günstigeren weißen Nagellack ausprobieren, weil ich habe bei Trend It Up auch einen weißen gesehen und da ich von Trend It Up die Nagellacke eigentlich sehr gern mag, wollte ich dann mal testen, wie die günstige Variante von dem Blanc dann so ist. Als Topcoat habe ich immer von Essence den Gel Look Plumping Topcoat getragen. Ich liebe diesen Topcoat einfach wirklich über alles. Der ist auch wirklich dicker als ein normaler Klarlack. Und der schützt einfach den Nagellack so gut, dass ich wirklich bis zu 2 Wochen nichts abgesplittert hatte. Natürlich wächst das irgendwann raus, sodass man dann trotzdem neu lackieren muss. Aber ich bin wirklich begeistert von diesem Topcoat. Weiter geht es mit Lidschatten. Und zwar habe ich da einmal diese Palette. Das ist eine von W7 In The Buff Lightly Toasted. Das war wirklich im März so meine Top-Lidschatten-Palette. Ich habe ganz besonders gerne diesen hellrosanen Ton auf dem Augenlid getragen und in der Lidfalte diesen braunen Bronzeton. Wenn ich die Palette bei Amazon finde, dann verlinke ich die euch unten in der Videobeschreibung mal. Ich habe von W7 nämlich alle 4 Lidschattenpaletten in so einem Set mal gekauft und bin wirklich mit allem sehr zufrieden und die sind einfach der Hammer von der Deckkraft, wirklich auch der Haltbarkeit. Also meiner Meinung nach können die mit der Naked-Palette von Urban Decay mithalten. Wirklich nur, dass sie halt nicht den Markennamen haben. Weiter geht's mit den Lippenstiften und da habe ich auch 2 März-Favoriten. Und zwar einmal meinen absoluten Lieblingslippenstift Bombshell von MAC. Ich liebe einfach wirklich die Farbe. Das ist so ein ganz schönes Koralle-Pink, nicht orangestichig. Und das hat einfach, der hat so einen schönen Goldschimmer drin, dass er wirklich die Lippen irgendwie größer erscheinen lässt, weil der halt so schön reflektiert. Und ja, also das ist wirklich mein absoluter Lieblingslippenstift. Und jetzt, wo das Wetter besser wird, trage ich den besonders gern. Und dann hier noch wie immer die Aster Lip Butter Elegant Nude in Matt. Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube, ihr wisst inzwischen, wie verrückt ich hiernach bin. Trage ich auch gerade wieder auf meinen Lippen. Ja, ist einfach mein absoluter Liebling geworden. Das war es auch schon mit der dekorativen Kosmetik und ich mache dann jetzt mal mit den Haaren weiter. Da habe ich nämlich besonders gern vom Balea Professional das Oil Repair Haaröl Spray benutzt. Eigentlich ist das zur Pflege gedacht. Ich finde es dadurch, dass Alkohol enthält, nicht wirklich pflegend. Allerdings habe ich auch nicht festgestellt, dass es den Haaren schadet. Also ich habe das jetzt 1 Monat durchgetestet. Ich benutze das allerdings extrem gerne als so eine Art Glanzspray, weil wenn ihr euch wirklich eine Strähne nehmt, einmal drauf sprüht, allerdings mit genügend Entfernung, sonst wird es zu klebrig. Die Haare glänzen einfach so extrem, das ist wirklich richtig, richtig toll. Und hier steht auch drauf mit Anti-Frizz-Formel und das stimmt auch wirklich. Also zumindest solange das Spray drauf ist, sehen eure Haare einfach sowas von gesund, glänzend und wirklich toll aus. Dann, wie einige vielleicht von euch wissen, hatte ich ja so ein kleines Problem mit Haarausfall hier so an den Stellen. Inzwischen wachsen da aber wieder zum Glück kleine Härchen nach. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit diesem Shampoo zusammen. Das ist auch vom Balea Professional das Koffein-Shampoo. Das finde ich auch mega gut. Also ich wollte ja etwas Geld sparen und habe deswegen mal das hier getestet, anstatt mir dieses typische Plantur 21 zu kaufen, weil das ja doch etwas teurer ist, obwohl ich mit dem von der Wirkung immer sehr zufrieden war. Ja, aber ich finde, es lohnt sich auch, die kostengünstiger Variante zu kaufen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, wirklich, dass jetzt hier wieder
feine Härchen langsam nachwachsen, die dann hoffentlich noch länger und dicker wieder werden, weil ich hatte echt schon Panik, dass ich hier diese Geheimratsecken wie ein Kerl kriege. Das wird jetzt zum Glück nicht passieren. Ja, also falls ihr auch Probleme mit Haarausfall habt, dann kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, das auch mal auszuprobieren. Und mein letzter Favorit, da werden mich jetzt einige vielleicht für bekloppt halten, aber ich habe wirklich so eine Panik vor Falten und ich bin ja jetzt auch schon 24. Da kommen ja bei einigen schon die ersten Fältchen, bei mir zum Glück noch nicht, toi toi toi. Und ich denke aber, dass das auch extrem damit zusammenhängt, ob man sich wirklich vor der Sonne schützt. Und deswegen ist mein Märzfavorit tatsächlich eine Sonnencreme. Und zwar ist das die Sundance Sensitive Sonnenbalsam-Creme mit Lichtschutzfaktor 30. Ich bin nicht besonders sonnenbrandempfindlich, aber ich habe wirklich Panik praktisch, nur weil ich mich in der Sonne ohne Schutz, dass ich dann Falten kriege. Und deswegen habe ich tatsächlich auch schon im März Sonnencreme benutzt, weil wir hatten ja, je nachdem, wo ihr in Deutschland wohnt, echt schon ein paar schöne Tage, an denen ich draußen war und einfach die Sonne genossen habe. Die ist eigentlich für den Körper. Ich habe die auch fürs Gesicht einfach benutzt. Ich habe zwar sehr empfindliche Haut eigentlich, aber ich vertrage die wirklich gut. Also ich habe weder Pickel bekommen noch irgendwelche Hautirritationen, weil ich ja Neurodermitis habe, wie ihr ja wisst. Und ja, ich bin halt etwas bekloppt. So, meine Lieben, und das waren auch schon meine März-Favoriten. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann vergesst doch bitte nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen. Und schreibt mir doch mal eure Favoriten in die Kommentare. Ich bin immer neugierig, neue Produkte kennenzulernen. Und ansonsten, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr das hier unten nachholen. Und hier neben mir kommt ihr zu meinen beiden letzten Videos. Ich habe auch noch eine DM-Verlosung laufen. Die geht noch bis zum 24. April. Falls ihr da noch nicht teilgenommen habt, könnt ihr das gerne auch noch machen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!